Hallo, mein Lieben. Ich hoffe, euch geht es richtig, richtig gut. Bei mir ist es relativ spät gerade. Und ja, wie man sieht, habe ich mir ein neues Bild vorbereitet. Und ja, ich hatte mir überlegt, aufgrund dessen, dass ich nach meinem Speedcoloring und in dem Metal-Malbuch, wo ich ja viel mit den Neo Colors 2 gearbeitet habe, die Rückmeldung bekommen habe, dass halt tatsächlich nochmal so ein Tutorial oder so ein Step-by-Step-Coloring mit ein paar Tipps, wie man die Neo Colors 2 verwendet, ganz hilfreich wäre. Und deshalb habe ich mir gedacht, filme ich jetzt einfach mal mit, wie ich hier den Hintergrund mit den Neo Colors 2 gestalte. Wir sind unterwegs in dem Malbuch Sage auch Segner von Emily Liedahl-Höbeck. Und dieses Malbuch ist tatsächlich ein absolutes Herzmalbuch von mir. Ist auch das Malbuch mit den bisher am meisten kolorierten Bildern. Also hier habe ich tatsächlich jetzt schon ist gut in all den Jahren 7 Bilder koloriert. Genau, und das wäre jetzt Bild Nummer 8. Und ja, legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Und zwar hatte ich mir überlegt, das so ein bisschen Fantasy-mäßig anzuhauchen. Also die Eule und die Pilzchen, das macht ja schon so ein bisschen herbstlichen Eindruck. Aber davon würde ich mich gerne so ein bisschen lösen wollen. Und ich habe mir die folgenden Farben ausgesucht für den Hintergrund. Mal schauen, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Also einmal habe ich hier den Stift Sepia, den Neo Colors 2 Kreide Sepia. Das habe ich mir gedacht, hier unten für den Boden irgendwie so ein bisschen, dass da so ein bisschen dunkel von oben hochkommt. Dann habe ich hier noch Aubergine. Und Violet. Ich habe hier auch Beige. Und dann habe ich noch Salmon Pink, Flash und White. Und ich wollte das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen cremig, neblig mit den lila, rosa, fleischfarbenen Ton hier gestalten. Ich fange einfach mal an. Ich nehme als erstes mal den Sepia-Stift, den Sepia-Kreidestift und ja, lege einfach mal los, hier unten den Boden zu bemalen, schön in kreisenden Bewegung trage ich das hier auf. Genau. Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei den Neo Colors der Grundsatz viel hilft viel nicht der verkehrteste ist, um hier schöne Effekte zu erzielen. Man kann natürlich auch erstmal mit wenig Farbe arbeiten und sich dann peu à peu vorarbeiten. Geht auch, allerdings, ja, mit Wasser ist das ja immer so eine Sache. Nicht jedes Papier ist da gleich gut drauf zu sprechen. In diesen schwedischen Malbüchern, wo das Papier ja relativ glatt ist, funktioniert das nach meiner Erfahrung gut. Also auch mit weniger Farben zu arbeiten. Aber mit der Zeit kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl für, wie viel Farbe denn jetzt für welche Intensität sinnvoll ist. Und das Gute bei den Neo Colors 2 ist ja, dass diese Wachsmalstifte sehr
ja, halt sehr wachsig sind und sich sehr gut auf das Papier auflegen. Also auch wenn sie vermalt sind, legen sich die Pigmente super gut aufs Papier, sodass sie dann immer wieder angelöst werden, wenn man dort nochmal mit Wasser drauf geht. Manchmal habe ich das schon gehabt, wenn ich wirklich zu viel Wasser genommen habe, dass sich dann so kleine Rillen im Papier gebildet haben, wo dann die Farbe reingelaufen ist. Das war dann wiederum nicht ganz so schön. Aber auch da ist halt die Devise: Übung macht den Meister. Genau. Ich denke, hier lasse ich das dann auch schon mal mit dem Sepia, weil ich möchte es ja eigentlich gar nicht zu super dunkel haben. Die anderen Farben sollen ja auch noch in den Genuss kommen, ja, benutzt zu werden und auch ihre Leuchtkraft entfalten. Und der Sepia-Ton ist ja doch eher einer hoch, ist ja doch eher ein Ton, der das so ein bisschen dunkelt und da die Farbe auch so ein bisschen rauszieht, also mehr so ein natürlicher Ton. So, und jetzt habe ich das Aubergine. Und damit gehe ich auch, wie ihr seht, auch mit in die Sepia-Flächen mit rein. Genau, weil je akkurater wir hier schon beim Auftragen sind, desto leichter vermalen sich die Farben natürlich auch nachher im nassen Zustand. Genau. Und dieses Aubergine, diesen lila Ton, so ein bisschen lila, bläulich, wo hatte ich so überlegt, könnten nachher auch die Pilzchen sein. Auch das Rosé wollte ich hier in dem Bild nochmal irgendwie wiederkehren lassen. Aber da habe ich mir jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Gedanken zugemacht. Das lasse ich dann einfach mal auf mich zukommen. Eile mit Weile, kommt Zeit, kommt Idee. Jetzt geht es mir erstmal hier um den Hintergrund. Ich habe hier in diesem Malbuch auch noch kein Hintergrund verwendet in dieser Farbe. Selten verwende ich tatsächlich auch so lila für Hintergründe. Verrückt eigentlich. Das ist eine schöne Farbe. Komme ich auf jeden Fall aber auch noch mal von oben ein bisschen mit dem Dunkel rein. Mit dem dunklen Aubergine, damit sich das so, ja, dieser Vignetten-Look so ein bisschen einstellt, damit halt wirklich der Fokus auf dem Motiv liegt. Ich mache hier überall noch mal so ein bisschen kleine Stellen, auch mit dem Aubergine. Genau. Wichtig, ich habe hier auch wieder ein Papier zwischengelegt, damit eben die Druckerschwärze von den Linien von der anderen Seite nicht auf das gegenüberliegende Motiv abfärben. Genau, wenn ich jetzt so ein bisschen mit Wasser punche und da geht so ein bisschen über das Blatt drüber, dann fängt das Papier auch gut auf. Genau. So, hier noch ein bisschen, nicht zu doll. Dann ist der nächste Ton, den ich nutze, ist das Violet. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das so sehen? Ja, ne? Und auch da mit dem Violet gehe ich auch mit in das Aubergine mit rein. Mache auch noch mal ein paar Kleckse extra. Okay, und dann wäre tatsächlich der nächste Ton, den ich nutze, das Salmon Pink. Das ist jetzt natürlich schon eine krass andere Farbe, ne?
Da bin ich selbst so ein bisschen gespannt, wie sich das nachher vermischt und wie das danach aussieht und ob das den Effekt hat, den ich mir vorstelle. Ich auch ein bisschen gespannt tatsächlich. Manchmal, ich habe zwar auf dem Schmierpapier so ein bisschen probiert, aber trotzdem ist es dann auf dem eigentlichen Bild manchmal doch noch ja, eine kleine Überraschung, wie das Bild dann nachher tatsächlich wirkt, wenn die Farben so zusammenkommen. Okay, gut. So. Und ich nehme jetzt noch mal den Flashton noch mal. Ich hatte ihn ja noch nicht und gehe hier auf jeden Fall auch noch mal in die Innenräume. So, da mehr so mittig in die helleren Töne. Ich verbinde jetzt mal alle Töne einmal mit dem Beige und das Weiß kommt gleich für die hellen Flächen auch noch mal in Benutzung. Nee, also das Weiß verwende ich gleich auch noch mal. Also hier für die dunklen Farben nehme ich das Beige und vermal das hier noch mal alles so ein bisschen. Mit dem Beige erhoffe ich mir halt so ein nebligen, warmen, dunstigen Effekt. Immer schön in Kreisen, in Bewegung. Ich nehme tatsächlich auch mich gar nicht so zurück, was den Druck angeht. So, hier einfach so den kompletten Rand voll. Und wie gesagt, viel hilft viel. Deswegen nehme ich auch den weißen Neo Colors und verbinde da jetzt noch hauptsächlich die hellen Farben, auch wenn man das Weiß jetzt erstmal gar nicht so sieht, wenn man hier drauf das aufträgt. Aber nachher beim Vermalen verbinden sich halt die Pigmente dann noch mal einfacher, als wenn man hier so Flächen hat, wo noch keine Farbe ist. Das Schöne finde ich an den Neo Colors Tubes auch, dass wenn man sie aufgetragen hat und vermalt hat, man kann sie auch wunderbar mit den Händen verreiben. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen, jetzt zu machen, weil jetzt ist es echt ein bisschen anstrengend. Aber wenn man die vermalt hat und man dann noch einzelne Stellen hat, wo man so ein bisschen nachbessern möchte, aber man auch das Papier nicht nochmal befeuchten möchte, kann man auch ein bisschen mit der Hand reingehen und da noch ein bisschen nacharbeiten. Dann haben wir die erste Schicht aufgetragen und ich vermal den ganzen Spaß mal. Dafür nutze ich meinen Derwent Wassertankpinsel. Ich habe jetzt hier die Stärke 2, habe hier aber auch 1 und 3 noch liegen. Genau. Für sehr große Flächen nutze ich halt auch gerne mal die Dreiergröße. Und das ist die eine Größe für ganz, ganz kleine Flächen. Hier habe ich ein ganz normales Küchentuch. Und dann drücke ich hier mal so ein bisschen Wasser raus und beginne tatsächlich beim dunkelsten Ton und gehe auch hier in Kreisen, in Bewegung vor und vermal den ganzen Spaß miteinander. Genau, da kann man gut sehen, wie sich die Farben miteinander vermischen. Tatsächlich, weil ich Rechtshänder bin, arbeite ich auch gerne von
rechts nach links, um die Farben quasi vor meinem Pinsel vor mich herzuschieben. Nach Möglichkeit nicht in die Blümchen reinzumalen. Na, wenn es passiert, ist es auch kein Beinbruch. Aber wir haben ja Zeit. Das sieht im Moment noch ein bisschen trüb aus mit den Sepia. Das ist halt auch wirklich keine leuchtende Farbe. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch mal ganz schön, so ein bisschen gedeckter unterwegs zu sein. Wobei ich natürlich auch immer noch die Möglichkeit habe, hier im Nachgang nachzubessern oder noch mal ein bisschen mehr Lila reingeben, Aubergine oder Violett. Mal sehen, wie das nachher im Gesamten aussieht. So, da habe ich jetzt schon ein bisschen übergemalt. Macht nichts. Das ist dann nachher eine natürliche Verfärbung des Blättchens. Sorgt ja dann auch wieder für Spannung oder dafür, dass das Blatt nicht so super konstruiert aussieht. Das ist ja immer auch immer noch so eine kleine Schwierigkeit oder so eine kleine Hürde, die ich da so habe, dass ich die Blätter wirklich natürlich koloriere, ne? Weil in echt sieht natürlich kein Blatt aus wie das andere. Das fällt mir dann immer tatsächlich noch ein bisschen schwer und an sich ist es nicht schlimm. Aber manchmal hätte ich dann doch ein bisschen meine Blättchen ein bisschen facettenreicher gern. Ich hatte gehofft, dass das der fleischfarbene Ton ein bisschen intensiver noch rauskommt, aber dem kann ich ja vielleicht im Nachgang noch ein bisschen nachhelfen. Ansonsten muss ich sagen, finde ich diesen Violett-Salmon-Ton auch ganz hübsch.
auf jeden Fall eine Farbkombi, die ich so noch nicht häufig verwendet habe. Also eigentlich noch gar nicht. Ab und zu muss ich hier mal so ein bisschen Wasser rausdrücken aus dem Pinsel, um die Spitze zu befeuchten, weil die wachsigen Pigmente dann doch recht verstopfen den. Pinselspitze. Gerade hier oben, so mit diesem Violett und mit dem Salmon Pink. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und so, der ein oder andere, der hat ja immer so ein bisschen, manchmal so ein bisschen Angst, er könnte was falsch machen oder irgendwie das Bild ruinieren oder wie auch immer. Also, ich kann da nur zu raten, einfach diese Ängste oder Bedenken abzulegen und einfach zu probieren. Ne, einfach auszukosten und vor allen Dingen auch Spaß zu haben. Am Ende des Tages geht hier die Welt nicht unter, wenn das Ergebnis mal nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Es ist halt einfach eine weitere Erfahrung, die man dann gemacht hat, und man lernt entweder daraus oder aber es entstehen auch ganz unverhofft ziemlich coole neue Farbkombinationen oder Techniken. Werde jetzt hier an der einen oder anderen Stelle gleich noch mal ein bisschen nachjustieren. Aber so prinzipiell ist das fein. Was ich tatsächlich auch super gerne mache, ist nochmal mit dem Dreier über alles, über alle Flächen einmal komplett drüber zu gehen, ohne dass ich jetzt neue Pigmente aufgetragen habe. Ich nehme einfach das, was hier so überschüssig ist, und vermale das nochmal recht flott. Alles miteinander, dann werden die Übergänge manchmal noch ein bisschen weicher. Wie gesagt, ich habe jetzt hier wirklich echt total viel in die Blättchen mit reingemalt. Ist nicht schlimm, ist gar nicht schlimm. Meistens sieht man es nachher gar nicht mehr. Und falls doch, dann ist es eben ein toller, gewollter Special-Effekt. Wenn man es nicht gerade in die Kamera spricht oder schreibt, dann weiß ja auch gar keiner, dass es gar nicht so gewollt war. Schön. Reisende Bewegung, auch hier mit dem großen Pinsel.
So, ich überlege jetzt, ob ich noch ein bisschen mit der Fleischfarbe ein bisschen an vereinzelten Stellen noch mal reingehe. Ich glaube, ich mache es einfach mal. So, hier so ein bisschen noch mit, da wo es eh schon so ein bisschen rausguckt, noch ein bisschen intensivieren. Ja, da habe ich ein bisschen nichts mit der flachen Seite gemalt. Da habe ich doch ein bisschen doll mit der spitzen Seite. Aber gut. It is how it is. Das echt so ein bisschen nach Gefühl. So, und dann habe ich hier noch ein bisschen Aubergine. Da würde ich jetzt hier noch mal die Ecken ein bisschen mitmachen. Auf Sepia verzichte ich jetzt und auf Beige auch. Einfach um doch noch mal ein bisschen mehr das Lila hervorzuheben. Kann sein, dass ich mich das nach gleich noch mal irgendwie verändere und da doch noch mal Sepia reinmache. Aber jetzt im Moment möchte ich es lieber erstmal so probieren. Okay. Gut. Jetzt nehme ich auch direkt einfach gleich wieder die Stärke Nummer 3. Und ja, ich fange jetzt einfach mal hier oben an. So, weil ich ja gerade angekündigt hatte schon, dass das ja eines der Bücher ist, wo ich bisher am meisten Motive drin gemalt habe. Und auch mit den Neo Colors 2 tatsächlich, werde ich euch die auch gleich nochmal zeigen, wenn wir hier mit durch sind. Ob ich jetzt einmal miteinander alles vermalt habe nochmal. Einfach nur, um euch nochmal so ein bisschen anderen Effekt auch zu zeigen oder was ich da mit anderen Farben auch versucht habe zu bezwecken. Ansonsten habe ich halt auch zu dem Buch hier schon mal ein Review gemacht, was ich euch sonst auch einmal gerne verlinke hier in der Infobox, die jetzt gleich aufploppt, und oder aber auch in der Beschreibung. Na. Da erzähle ich dann auch noch mal ein bisschen was ausführlicher zu den bis dato abgeschlossenen Projekten. Ein paar mehr sind, glaube ich, seitdem dazugekommen, so 1, 2 oder so.
macht so einen Spaß, die Pigmente zu nehmen und hier so echt rumzuplanschen auf gut Deutsch. Und das Papier macht das auch so wunderbar mit. Herrlich. So, ich denke, das können wir so stehen lassen. Ja. Wunderbar, ich bin zufrieden. Das ist die Art und Weise, wie ich mit den Neo Colors 2 arbeite. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal. Da geblieben. Ein Winterbildchen, was ich hier vor, ach, ich weiß gar nicht, vor Ewigkeiten mal gemalt habe. Und zwar diesen Bär hier. Und ja, da habe ich auch auf jeden Fall die Neo Colors 2 verwendet. Und da habe ich halt versucht, so eine, ja, auch so eine blau-rosa Winterlandschaft oder Wintergefühl zu erzeugen. Und das habe ich genauso gemacht wie hier auch. Ein bisschen mehr Weiß ist hier, glaube ich, so reingekommen. Genau, um das ein bisschen aufzuhellen. Ja. Mal gucken, nee, das war Pastellkreide. Hier habe ich mit einem, ja, fast genauso ähnlichen Prinzip gearbeitet, aber hier waren es die Albrecht Dürer, genau, die Farbe Castell Albrecht Dürer, die ich für den Hintergrund verwendet habe. Hier sind die Prismacolor gewesen. Hallo, Eule. Und ja, hier habe ich so ein bunten Mix, meine ich, verwendet damals. Also den Hintergrund habe ich mit Faber-Castell Albrecht Dürer, Neo Colors und ich glaube mein Schminke Akademie Aquarell ist auch mit zum Einsatz gekommen. Genau. Ja, und hier seht ihr diese tolle Technik hier mit dem Abkleben von der Seite. Die, meine ich, habe ich gesehen in Elas Kunststübchen. Zu Elas wundervollen Channel, den verlinke ich euch super gerne auch in der Beschreibung. Das ist so ein toller Trick, also sich hier die Seite zu schützen. Wie man hier gut sehen kann, habe ich das da nämlich noch nicht gemacht. Und da ist die ganze Farbe hier auf die Seite mit abgedruckt. Auch nicht so wild, wird dann halt wahrscheinlich lila werden, hier diese Stellen, wenn ich hier irgendwann mal einen blauen Hintergrund machen sollte. We will see. Aber kann man sich natürlich auch sparen, ne? So, genau hier müsste ich auch die Neo Colors verwendet haben. Genau, da sieht man das noch schöner, so mit den Vignettenstil. Man kann das auch ganz gut fühlen, welche Medien man da verwendet hat. Weil wenn man viel von den Neo Colors aufträgt, dann fühlen sie sich auch im trockenen Zustand, wieder getrockneten Zustand, auch sehr wachsig an. Das ist der Hintergrund, ist mit Albrecht Dürer gestaltet worden. Genau, sowohl nass als auch trocken. Okay, gut. Das Video ist wieder relativ lang geworden, aber nichtsdestotrotz, so ist das nun mal, wenn man ausmalt oder Kunst macht, denn wie auch immer, dann dauert das halt manchmal auch ein bisschen länger. Falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen und es war hilfreich. Falls dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr sehen möchtet. Lasst mir auch gerne einen lieben Kommentar da oder generell irgendwas, was euch auf der Seele brennt oder wenn ihr Anregungen und Wünsche habt. Ja, und dann bleibt mir einfach auch gar nicht mehr zu sagen, als dass ich euch wünsche, dass ihr gesund bleibt und dass wir uns bald wiedersehen. Und ja, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen, denn mit einem Malbuch in der Hand lebt sie es einfach leichter. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.